wir haben auf einmal das Gefühl, dass wenn die Bilder besser aussehen als wir im sogenannten wirklichen Leben, dass dann etwas mit uns nicht stimmt. Es gibt ja mittlerweile Bildbearbeitungssoftware, die auch Laien wie ich bedienen können. Ist es eigentlich eine Täuschung, wenn ich auf ein Porträtfoto von mir meine Falten wegretuschiere? Also auf den ersten Blick könnte man ja meinen, das ist eigentlich nichts anderes, als dass wir uns überhaupt schön kleiden, zum Friseur gehen oder schminken und so weiter. Das heißt, unseren eigenen Körper auch als Kunstwerk behandeln. So könnte man meinen. Allerdings ist ja hier das Problem, dass wir in einer sozialen Welt leben, in der wirklich ein Druck von den Bildern auf die Lebenswirklichkeit ausgeht. Das heißt, wir haben auf einmal das Gefühl, dass wenn die Bilder besser aussehen als wir im sogenannten wirklichen Leben, dass dann etwas mit uns nicht stimmt. Aber wir reden doch alle immer davon, dass wir so authentisch sein wollen. Warum manipuliert dann jeder seine Bilder? Naja, weil wir natürlich immer unsere Bilder von uns selber und den anderen irgendwie manipulieren. Der Mensch ist ja ein Lebewesen, das im Bild, das wir uns von uns selbst und von den anderen machen, eigentlich nur existiert. Wir sind ja symbolische Wesen. Was glaubst du denn steckt dahinter, wenn wir schöner sein wollen, wenn die virtuelle Realität die Realität beeinflusst? Was soll das? Ich glaube, letztlich hat das alles mit einer Angst vor dem Tod zu tun. Der Tod ist ja diejenige Realität, gegen die wir überhaupt nichts ausrichten können. Wir müssen alle sterben. Das ist eine Wirklichkeit, an der wir einfach nicht rütteln können. Und das stört uns alle, und zwar zu Recht. Brauchen denn ehrliche Beziehungen ehrliche Bilder? Das auf jeden Fall. Wenn man zum Beispiel in einer Partnerschaftsbörse ein falsches Bild von sich hinstellt, wird das wahrscheinlich die daraus möglicherweise entstehende Partnerschaft von vornherein bedrohen.